Das ist also das, was, Halbfinale, Viertelfinale, ne? Hier ist Halbfinale, nee, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, Meister. Ich glaube übrigens, dass ich diese komischen Glitch-Mannschaften spielen muss. Das heißt, diese Mannschaft. Ich glaube, die anderen Matches spiele ich nämlich nicht. Ich weiß halt überhaupt nicht, was diese Glitch-Mannschaften sind. Ich glaube sogar, die Spieler haben keine Namen. Ich kann das gleich mal gucken in den Stats. Aber ja, ich spiele so eine Glitch-Mannschaft. Wie auch immer die entstanden sind, keine Ahnung. Ich spiele in Startaufstellung. Alle meine Namen, Spieler heißen G. Und haben, glaube ich, schlechte Stats. Hüschu! Hüschu! Alle 60 Sets in allem. 62 Antritt anscheinend, okay. Danke. Ich gucke gerade mal, ob das schlechte Stats sind. Aber ich behaupte, dass ich, wenn ich halt mit den anderen gewinne, dass ich die dann nicht spiele. Was haben die Brasilianer? Brasilianer ist eine Supermannschaft, nehme ich mal an. Oh, die 91er-Stats einfach. Ja, ich glaube, 60 sind einfach sauschlechte Stats. Aber gut, ich muss einfach mit sauschlechten Stats gewinnen. Das sollte gehen. Ich mache die Brasilianer einfach fertig. Ich habe gestern 6 Stunden lang mir die anderen Spiele angeguckt. Und nichts gemacht quasi. Alle immer auf Computer gestellt. Aber ich habe einfach nur alle auf Computer gestellt und dann quasi die Zeit abgewartet. Bis irgendwas passiert ist, dass ich halt hier bin. Auf einmal war es hier. So eine Runde davor, da sind irgendwie diese Glitch-Mannschaften entstanden und die sind jetzt irgendwie weitergekommen. Deutschland ist nicht mehr dabei. Leider, ich weiß nicht, deswegen spiele ich mit dir dieser Glitch-Mannschaft, weil ich glaube, ich spiele nur die Matches von denen. Ich weiß auch nicht, was Solomon ist. Aber es hat immer einen Namen. Keine Ahnung. Das ist einfach das N. Das N ist ko komisch formatiert, dass das so aussieht, als ob da ein Leerzeichen dazwischen ist. Das sieht man ja hier bei der auch. Bei Kaiman. Obwohl, nein, das ist die Kaiman. Kaiman-Ei. Insel wahrscheinlich oder sowas. Ja, das ist wahrscheinlich auch Insel oder sowas. Ja. Rüri? Achso, weil wegen Copyright oder was? Ja gut, ich spiele das erste Match als Team Glitch. Und ich muss jetzt quasi eine Brasilien fertig machen als eine No-Name-Mannschaft. Das ist literally No-Name einfach. Aber ich mache die schon fertig. Ich habe aber lange nicht gespielt. Ich habe die 6 Stunden quasi nur abgewartet. Lustig an den Glitchmann. Oh, okay. Ja. Restart. So schnell muss kein Tor fallen. Ist halt natürlich. Brasilien ist aber eventuell auch die schwerste Mannschaft hier. Habe ich das Gefühl. Oh, das war ein schlechter Pass. Weil ich, wie gesagt, halt immer die falschen Tasten drücke. Ey, grätsch den mal bitte. Hau die einfach mal weg. Bam. Ja, wer weiß, das wie viele Spiele ist, wo wirklich jetzt ein Glitch passiert? Das ist das auf jeden Fall. Ja, okay, also wirklich. Ich sehe ja keinen. Das ist ein komischer Glitch. Ich habe auch keine Ahnung, wie der halt entstanden ist. Weil das mit Fast Forward und sowas alles war. Keine Ahnung, wir haben einmal bei diesen Mannschaften hier.
In Ghoul Patrol hatte ich den krassesten Glitch wahrscheinlich. Wo ich auf einmal irgendwie unendlich von irgendeinem Item hatte. Und das war ziemlich einfach danach, das Spiel. Was meinst du, neuer Spielstand? Ich habe bei dem vom letzten Mal weitergeführt. Ich habe ja nur die anderen Spiele alle abgewartet. Ich habe ja die Qualifikation mit Deutschland geschafft. Meine ich. Ich lade einfach Neues. Das hat keinen Sinn. Und dann habe ich einfach alle anderen Spiele einfach nur abgewartet. Und auf einmal war das hier so. Ich habe neu angefangen. Ganz neu. Ich habe mir die ROM runtergeladen und habe dann angefangen. Das ist halt kacke, das ist halt einfach eine scheiß Mannschaft auch. Und ich kämpfe einfach gegen die legendären Brasilianer quasi. Quasi. Das ist halt nicht gerade easy. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Auf einmal war das da. Das Lustige ist, der Torwart ist so halbtransparent. Das ist, ich weiß nicht warum. Der hat kein Gesicht und keine Knie. Keine Hose an, genau. Er hat auch kein Gesicht. Das ist halt eigen. Er hat nur ein Trikot. Mr. Invisible. Ja, mit Deutschland habe ich auf jeden Fall besser gespielt. Weil es einfach eine bessere Mannschaft war. Anstatt. Wahrscheinlich ist es 60 der Basiswert. So der richtig schlechteste Wert. Oder sowas. Der Torwart hat da bisher auch nicht viel gehalten, muss man erstmal so sagen. Von da hätte ich schießen können, fast. Von da kann ich schießen. Komm, go! War das ein Pass oder ein. Das war ein Pass, ne? Oder war das jetzt seine Schusskraft? Das wäre natürlich schrecklich. Ich muss halt irgendwie ein Tor kriegen. Es ist ja auch nicht, dass ich hier unschieden spielen kann. Ich muss halt ein Tor kriegen. Gegen bescheiden Brasilien. Abseits ist ausgestellt. Lustigerweise standardmäßig. Ich habe es nicht ausgeschaltet. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, aber ich habe es nicht ausgeschaltet. Genau wie Fouls. Fouls sind standardmäßig ausgeschaltet. Okay. Oh, der wäre reingegangen. Es war aber vorher abgepfiffen. Was für ein Arsch, Iri. Okay, war jetzt gut für mich. Aber gut, der Torwart hat sich natürlich verabschiedet. Vielleicht hat er den gehalten. Nein. Bin mir halt immer noch. Gott, das sieht ja komisch aus. So hat er wirklich keine Hose an. Der ist nackt. Das. Nein. Ich meine, der ist transparent, aber er hat halt einfach auch keine Hose an. Das ist mir. Das ist ja schrecklich. Nein. Oh Gott, schnell weg. Oh nein, wir hatten noch ein Bild in der Ecke.
Was ist das? Was ist das? Oh nein. Wo bin ich hier reingeraten? Der hosenlose Torwart versucht die anderen Spieler abzuschrecken. Oh Mann. Ja, wirklich. Das ist schlimm. Vor allem halt jetzt, um in einer Crap-Mannschaft irgendwie ein Tor zu kriegen, ist halt auch nicht so einfach. Das ist ein Pass, ne? Das ist doch A-Pass. Da hätte ich jetzt einen Schuss machen können. B ist Schuss, A ist Pass. Ich bin mir halt immer noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich war anderer Meinung, aber irgendwie vertue ich mich da wieder immer. Naja, Nachspielzeit. Beziehungsweise Verlängerung. Weiß ich nicht, wie lange die geht. Ja, er ist da, Wolf. So, wir schicken Emotes da. Jawohl, haben wir schön um. Ach Mann! Naja, ich spiele erstmal weiter. Oh, das ist. Golden Goal oder was? Gut zu wissen. So, ich will jetzt mal gucken, ob ich halt. Noch eine Mannschaft, die jetzt spiele. Da nehme ich eine andere. Ne, ist direkt Ende. Brasilien hat gewonnen. Okay. Also, ich muss gewinnen gegen Brasilien. Mit bescheuerter, schlechtester Mannschaft im Spiel. Wahrscheinlich. Also, ich behaupte, 60 sind aber die Standardwerte und da ist nichts eingestellt. Und da muss ich gegen die Weltmeister quasi gewinnen. Also, die gerade Weltmeister geworden sind. Das ist ein gutes Zeichen. 7-1, ja, natürlich. Hätte ich gemacht, aber ich wusste nicht, dass es Golden Goal ist. Sonst wäre das 7-1 ausgegangen, ist klar. Was ist denn Schuss? Ich habe das Gefühl, die hauen immer die riesen Bälle raus, bis ich einen Schuss machen will. Und dann kommt so ein Plopp. Und keiner will irgendwie schießen. Das, guck mal, das war ein schneller Schuss. Das war jetzt mit B. Kann man da irgendwo im Spiel die Controls nachgucken? Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. Hey, Kato. Sonst gehe ich gleich kurz in Training rein. Hier ist nichts. Ne, ich glaube, Spielsteuerung ist tatsächlich nur welcher Controller welchen spielt. Das heißt, ich könnte auch mit dem zweiten Controller Brasilien spielen, aber das wäre irgendwie Cheating. Steuergeräte ist das, ne? Das ist nur, was ich hier spiele. Okay, warte, ich mach das anders. So.
mal nichts. Der zweite Spieler macht halt gar nichts, aber die greifen mich trotzdem an. Okay. Das war ein Pass, oder? Das ist ein Schuss. Ich war, ja, schon länger. Ja, vor einer halben Woche beim Friseur, glaube ich. Also A ist garantiert Schuss. Das ist Pass. A ist Schuss. Und der hat da vorhin... Die können einfach nicht schießen, meine Glitch-Mannschaft. Das ist das Problem. Habe ich das Gefühl. Immer ausprobieren. Jetzt weiß ich, dass A der Schuss ist. Und da war ich eigentlich auch der Meinung. Eine Mannschaft, die nicht schießen kann, hat auf jeden Fall seine Nachteile. Ich würde einfach lieber mit Brasilien spielen. Nein. David gegen Goliath hier, das ist schlimm. Und mit einem hosenlosen Torwart, jawohl. Schlimmer kann es nicht werden. Weiß ich nicht, ich weiß, was B und was A macht bisher, wenn ich den Ball habe. Das reicht mir. Komm mal die nach vorne. Das ist ein Schuss! Der war fast voll aufgeladen. Er hat gar kein Tempo. Das ist unmöglich, damit ein Tor zu machen. Alter. Wie soll ich das gewinnen? Was passiert, wenn ich als Brasilien spiele und dann das Spiel gewinne? Ich versuche das jetzt und wenn Brasilien am Gewinnen ist, wechsle ich. Oder so. Vielleicht kann ich dann Brasilien weiterspielen. Wunschdenken. Das Passen ist gefühlt einfach schneller als Schießen. Aber nur, wenn ich zu einem passe halt. Ich habe ja vorhin auch versucht, ins Tor zu passen anscheinend. Und da ist der Ball auch nicht gerade schnell geflogen. Oi, oi, oi. Was habe ich denn für eine Strategie? Keine. Kommt hin. Angriff. Ich meine, mit Deutschland habe ich fast aus der Mittellinie Tore geschossen, wenn ich einfach aufgezogen habe. Und es ging ganz gut. Deswegen habe ich die auch extra durchs Qualify gebracht. Aber das irgendwie haben sie das ignoriert. Deutschland hatte keine Zeit oder weiß ich nicht. Ja, ich habe auch nichts gefunden. Zu dem Spiel leider. So überhaupt nichts. Kein.
das war so gut. Das war wahrscheinlich meine beste Chance. Da steht keiner. Da sind wir wieder beim Golden Goal. Soll ich denn direkt zu Brasilien wechseln? Oder nicht? Oder soll ich es halt versuchen? Vielleicht kriege ich ja das Golden Goal rein. Unwahrscheinlich. Na, ich probiere aus, was passiert, wenn ich mit Brasilien gewinne. Vielleicht kann ich ja dann als die weiterspielen. Das wäre mir recht. Ich glaube es irgendwie aber nicht. Pass auf, jetzt kriegen die ein Tor rein. Das wäre lustig. Irgendwie. Keiner. Na. Ah. Das ist ja die Taktik von dem Torwart, dass er keine Hose trägt. Der Torwart mit den drei Beinen. Oh Mann. Ich glaube, der geht jetzt rein irgendwie. Wenn das jetzt Golden Goal nicht reingeht, ist es dann trotzdem Elfmeterschießen? Warte, muss ich da rein? Mist. Ja. Ach, Mist. Schade. Oh, Moment, das ist meine Seite. Gut, dass er nicht reingegangen ist. Ha! Ich wusste gerade nicht mehr, welche Seite ich muss. Fußball-Experte. Also, der geht jetzt rein. Ja gut, dann anscheinend Elfmeterschießen. Ü schießt. Ich dachte, der heißt G. Ganz ehrlich, ich will das jetzt Spiel jetzt nicht beeinflussen. Ich spiele mit der Mannschaft. Mit meiner Mannschaft beim Elfmeterschießen. Auch wenn ich nicht weiß, wie man so ein Torwart überhaupt steuert. Vor allen Dingen habe ich noch nie Elfmeterschießen gemacht. Aber er weiß es anscheinend auch nicht. Okay. 2-2-1. Gott. Dass es reingeht. Okay, ich weiß, wie man springt. Irgendwo eine Chance, das zu halten.
Das sind die billigsten Bälle, die reingehen. Oh Mann. Komm, einmal muss ich ihn halten, das wäre lustig. Ich mache ja, versuche ja mal irgendwas, also. Solange meine billigen Bälle da weiter reingehen. Nein! Warning, habe ich nach rechts gedrückt und der ist nach links gesprungen und dann ihn gehalten oder was? Ich verstehe eh nicht, wie das geht. Bullshit. Ach man. Der hat wieder verloren, ne? Oh, diesmal hat K-Man gewonnen. Die anderen sind Mannschaften scheinen alle nicht so stark, aber Brasilien ist jetzt meine Blockade. Elfmeterschießen scheint machbar, ehrlich gesagt. Ich hatte auch schon einmal fast ein Tor, habe ich das Gefühl. Auch wenn ein Tor nicht so machbar scheint. Mit meinen Schüssen. Oh, da habe ich. Der Schuss dauert auch Ewigkeiten aufzuladen. Wenn ich voll machen will. Und mein Schuss ist so schwach, da muss ich den mindestens voll aufladen, denke ich. Gut gehalten. Ich finde gut, dass mein eigener Spieler den abfängt, wenn er eigentlich weitergehen soll. Aber naja, oder geht rein. Oh. Da steht keiner. Schön. Guck mal, was das für ein schneller Ball auf einmal war, den ich da geschossen habe. Das war ein Pass. Macht alles keinen Sinn. Ja, ich wechsle nachher zu Brasilien. Einfach mal um zu gucken, wenn die gewinnen. Was dann passiert, ob ich die dann weiterspiele. Aber nur um zu gucken, mache ich das. Wenn dann. Ich kann ja nicht Brasilien für mich gewinnen lassen und dann die weiterspielen. Nee, dann mache ich das Spiel meinetwegen nochmal und gewinne das mit Brasilien. Legit. Aber ich will halt wissen, was passiert. Mit der Mannschaft ist das nicht gerade nicht gerade einfach. Jeez! Guck mal, was das für ein Schuss ist! Der kommt nicht mal ins Tor! Was ist das? Oder ist das doch irgendwas anderes? Ich gehe gleich nochmal, wenn das nicht alles nicht klappt, gehe ich nochmal in Practice Mode. Weil, was ist das denn? Tor! Ecke! Ecke-Tor, das erste Ecke-Tor, was ich mache. Das ist das Doofe ist jetzt allerdings. Es steht 1-1. Ja, vielleicht ist es halt eine Flanke oder so. Deswegen, ich. Muss jetzt wahrscheinlich erstmal im Spiel ja andere Tasten ausprobieren. Vielleicht ist Y der Schuss. Naja, 1-1, das ist natürlich irgendwie doof. 1-0 wäre mir lieber.
Aber dann habe ich früher mit der Flanke mit Deutschland die ganzen Tore gemacht, was interessant ist. Ach komm. Ich meine, der Schuss war jetzt auch nicht schneller. Das war, glaube ich, eher eine Flanke. X ist kein Schuss. So wie steht fest. X ist einfach gar nichts irgendwie. B ist Pass. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist mehr eine Flanke, oder? Das war jetzt Y. Das ist, also ich muss halt ewig nah rangehen ans Tor, damit ich überhaupt eine Chance habe, würde ich sagen. Weil ich komme halt nicht ans Tor ran. Bevor ich es vergesse, wechsle ich jetzt allerdings zu Brasilien. Und einfach nur, um zu gucken, was passiert. Brasilien sieht es aus wie ein Schuss. Aber die Glitzmannschaft hat anscheinend einfach so einen schlechten Schuss. Keine Ahnung. Die können halt überhaupt nicht schießen. Gott, zieh den Hose an, Mensch. So, Brasilien hat gewonnen. Ich spiele gerade Brasilien. Darf ich Brasilien weiterspielen? Wäre doch nur logisch, oder? Ich befürchte nicht. Nope. Ich muss mit dieser verdammten Glitch-Mannschaft gewinnen, wenn ich das hier durchziehen will. Ich habe ein Tor geschafft und Elfmeterschießen war auch irgendwo realistisch. Und Brasilien sollte die schwerste Mannschaft sein. Shit. Durch die drei Spiele muss ich mich irgendwie durchmogeln. Selbst jetzt sind nicht schummeln, machen es mir nur einfacher. Sage ich mal dazu. Oder schneller. Und nicht so nervig. Weil du könntest einfach den Spielstand laden. Wie hatte ich das Tor? Vorhin war das Tor durch eine Ecke. Das heißt, ich war sehr nah dran am Tor. Ich glaube, das muss ich tatsächlich irgendwie schaffen. Irgendwie ins Tor ranzukommen. Anders habe ich da keine Möglichkeit oder sieht da was, irgendwer was, ich nicht. Wird nur sofort der Ball abgenommen. Okay, warte, Moment. Was ist das für eine Aufladung? Das mache ich mit R. Aber wenn ich loslasse, passiert nichts. Kann ich auch irgendwie mit L und R Schüsse machen? Ich lade irgendwie auf, aber ich weiß nicht was. Kacke, das war ganz gut. Also, weiß nicht, ich lade halt was auf, aber. Ich lade ja auch so meine Schüsse auf.
Vielleicht kann man einfach nur irgendwie aufladen und dann kann man direkt dann noch entscheiden, was man machen will oder so, keine Ahnung. Schuss! Ich erwarte dann immer noch, dass da tatsächlich ein Schuss kommt. Was nicht der Fall ist. Ach, ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll. Mit diesen Luschen. Machbar ist es, irgendwie. Was soll ich meine Strategie? Ich spiele immer mit keiner Strategie. Was mache ich? Langer Pass? Totaler Angriff vielleicht? Ich weiß nicht. Toller Schuss. Guck mal, was das für ein schneller Ball ist, wenn er passt. Wenn er einen langen Pass macht, dann ist das so ein schneller Ball. Der kann das nicht so machen. Das war ein Schuss? Mensch, der ist nicht, der kommt ja nicht mal ins Tor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich ein Schuss ist. Ich bin... Wenn man mal rausfinden würde, was diese fucking Tasten bringen, ey. Aber ich glaube, in-game steht das tatsächlich nirgendwo. Ich weiß es nicht. Mit Deutschland habe ich mit der A-Taste von der Mittellinie geschossen. Und die ging rein. Ja, wie gesagt, ich kann mir halt nur vorstellen, dass die Stats einfach so weit unten sind bei dieser Glitch-Mannschaft, dass die gar nicht schießen können. Oder sowas. Wie soll ich einfach mal versuchen, ins Tor zu passen? So blöd, wie es klingt. Ich hoffe nur, dass er die Richtung trifft dann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, ist das ein Kackspiel, was sowas angeht irgendwie. Die sind ja auch alle schneller als ich, das ist das Problem. Ich kann ja nicht nach vorne rennen einfach. Schön wie es wäre. Das Spiel ist halt gar nicht so schlimm eigentlich, aber ich weiß halt überhaupt nicht, was ich mache, weil ich keine Informationen über irgendwas habe. Das Gameplay ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe nur überhaupt keine Ahnung, was ich mache und warum ich irgendwelche Sachen mache. Deswegen verzweifle ich hier voll. Da steht keiner. Ich den irgendwie gekriegt hätte, aber ich laufe auch permanent halt, wenn ich den Angriff verspiele, am Ball vorbei oder sowas. Was ist denn Deckungsspiel?
okay. Aha. Die haben es alle voll drauf. Die sind alle komplette Luschen. Totaler Angriff. Moment, wird es auch gespeichert? Was ist das? Ich habe irgendwen geweckt. Was ist das? Ich mach's noch mehr kaputt. Was? Zum Henker. Ich kann nicht mal Start drücken. Hilfe. Ich weiß nicht, was ich mache. Eieieiei. Restart. Warte, Moment. Lag das am totalen Angriff? War das der totale Angriff? Weiß ich nicht. Was habe ich denn nicht normal gespielt, ist die Frage. Was hätte ich denn anders machen sollen? Was habe ich. Ich weiß ja nicht, wie es kaputt gegangen ist. Auf einmal war es kaputt. Das war das Problem bei diesem Spiel. Dass ich nicht wusste, wie ich es normal spielen soll. Info hat mir gefehlt. Mir hat nur Info für dieses Spiel gefehlt. Was das Ziel ist. Jetzt im Endeffekt auch, wie ich spiele überhaupt, was die Tasten sind. Ich habe überhaupt keine Info für dieses Spiel. Und das macht dieses Spiel komplett kaputt. Toller Pass. 1A. Ich komme mal nicht nach vorne. Jetzt bin ich kurz. Jetzt habe ich das Ziel in Sichtweite, aber jetzt muss ich halt noch irgendwie 3 Spiele gewinnen mit der schlechtesten Mannschaft im Spiel. Nein, mit der schlechter. Wahrscheinlich noch schlechter als die schlechteste Mannschaft. Wenn man mal so ehrlich sein kann. Das war ein Tor. War das ein Tor? Oder war das kein Tor? Das war kein Tor. Es ging dann daneben. Go! Das hätte was werden können. Das war meine Chance. Vielleicht? Jetzt will ich ja nur noch Controls haben. Auf jeden Fall ist er gleich auf dem Cover drauf. Beckham.
Epilepsy Warning. Schuss ist C. Es hat die gleiche Position wie der A-Knopf auf dem SNES-Controller. Also würde ich schon sagen, dass es der Schuss ist. Man kann mit X sprinten, während man den Ball hat. Also ich sprinte auch so mit X, wenn ich defensiv bin. Aber ich wusste nicht, dass ich... Anscheinend kann man damit sprinten. Das probiere ich mal. Falls das hier existiert. Ich führe. Ja, es steht schon 1-0. Das kann ich schon direkt aufgeben, ehrlich gesagt. Und ich kann nur hoffen, dass die Spiele danach leichter werden. Aber weil das eine scheiß Mannschaft ist, Mann, ich reg mich auf gerade. Aber was soll ich denn machen? Scheiß Glitch-Mannschaft. Wo ist mein Deutschland, dass ich ihn extra hingebracht habe eigentlich? Weiß nicht, ob ich schneller bin damit. Irgendwie nicht das Gefühl. Ich komme halt zu keiner Aktion. Das macht keinen Spaß so. Die anderen Mannschaften bin ich halt immer relativ schnell nah rangekommen oder so. Was hatte meine Chancen? Aber hier. Ah. Es fühlt sich nicht gut an, so zu spielen. Toller Pass, nach hinten. Das ist mein schnellster. Das war ein Schuss gerade. Oh, ein Pass wollte ich. Wollte einen voll aufgeladenen Pass gerade setzen. Falls der reingehen würde. Keine Ahnung.
Ach, Mann. Nein! Kacke! Elfmeterschießen ist so ein kleiner Lichtblick irgendwo, dass man das gewinnen könnte, ist eine Chance. Ich kann auch leider irgendwie keine Ecke erzwingen. Komm, 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 komm! Was? Oh, wie hatte ich den Ball nicht mehr? Ich habe das Gefühl, das Spiel hatte ich gerade kurz ein bisschen unter Kontrolle. Das Blöderweise ist nur, kommen dann die Brasilianer und schießen einfach den Ball direkt wieder nach vorne. Und da, so Schüsse kann ich nicht machen. Ah. Okay, wie mache ich jetzt einen vernünftigen Einwurf? So nicht. Hey Link. Ich probiere es aber mit dem totalen Angriff. Ich will ja erstmal ein Tor irgendwie kriegen. Und das muss ich durchziehen. Ich muss es einfach mal wieder schaffen, überhaupt ein Tor zu kriegen. Das passiert ja zurzeit einfach nicht. Ich hatte einmal das legendäre Tor gegen die. Blöderweise haben die im gleichen Spiel ja 2 gemacht. Das war halt ein bisschen doof. Die Strategie sieht mir übrigens überhaupt nicht anders aus. Dass es jetzt totaler Angriff ist oder so. Ich sehe den Unterschied nicht. Ist das jetzt, hat das überhaupt gespeichert? Gucke ich nochmal nach. Hat. Also, das ist anscheinend der totale Angriff. Angeblich. Kein bisschen Unterschied. Ja, es ist schwer schon Fußball zu spielen, ohne schießen zu können, muss man echt mal so sagen. Komm, klär den. Gib mir wenigstens Elfmeter. Nein. Elfmeter meine ich, Ecke. Und Einwürfe sind eh scheiße. Das war eine gute Chance. Mensch.
Jedes zweite Spiel habe ich eine so eine Chance, habe ich das Gefühl. Und die halt auch nicht mal so toll ist. Ich will doch nur schießen können. Warum könnt ihr nicht schießen, ihr Deppen? Ich bin komplett am Verzweifeln. Ich weiß nicht, wie das überhaupt machbar sein soll. Das ist so, als wenn man irgendeiner kompletten dritten Liga-Mannschaft sagt: Ey, ihr spielt jetzt gegen den Weltmeister, aber ihr dürft nur den linken Fuß benutzen. Irgendwie sowas. Genau so ist das gerade. Und der Torwart hat keine Hose an. Immer noch nicht. Warum haben die überhaupt so einen langsamen Schuss einprogrammiert? Das macht gar keinen Sinn. Ich habe aber keine andere Option, als das hier zu machen, oder? Die andere Option wäre einmal aufzugeben. Oder halt alles neu zu machen und gucken, dass die Glitch-Mannschaften nicht kommen, oder? Wahrscheinlich kommt das Gleiche. Ich habe das ja nur gemacht. Ich habe das Spiel nur gespielt, wie es gespielt werden wollte. Und auf einmal habe ich namenlose Mannschaften gehabt. Und nun sitze ich hier. Schade, dass das erste Elfmeterschießen so knapp war. Wenn ich das nächste Mal beim Elfmeterschießen bin, mache ich einfach mal ein Safe State, damit ich es notfalls üben kann, wie es funktioniert ein bisschen besser. Ja, das ist ja 4 zu 5 ausgegangen.
Ist es schlau, mich vielleicht einfach umzustellen auch mal? Oder stürzt es dann wieder ab? Ich riskiere das jetzt nicht. Das hilft mir leider auch nicht weiter links, sonst würde ich das direkt machen. Ja, dann weiß ich nicht. Dann sitze ich hier mit dem auf Asche, aber muss das trotzdem noch machen. Das hilft mir nichts. Komm, lass mich wenigstens nochmal ins Elfmeterschießen. Natürlich! Ach ja, ich wollte mal meine Taktik mal gucken. Ob ich vielleicht auch die Aufstellung ändern kann, beziehungsweise ob ich die Formation ändern kann oder ob es dann wieder abstürzt. Ich habe übrigens nichts von diesem totalen Angriff gemerkt. Langer Pass. Machen wir mal langer Pass. Wenn ich das Gefühl habe, es macht wahrscheinlich wieder keinen Unterschied. Vielleicht würde das bedeuten, dass ab und zu welche vorne stehen. Das wäre halt gut. Und passen ist das Einzige, was ich so halbwegs kann. Muss ich ja mal sagen. Am besten langer Pass ins Tor. Ich weiß übrigens auch überhaupt nicht, wie ich Einwürfe mache. X macht nichts. Y kann ich den Spieler wechseln. Das ist gut genug. Da kann, ja, Y ist gut. Kann ich quasi den Spieler aussuchen, wo er hingeht. Das ist gut. Ich lerne ja noch dazu. Und hoffe, das bringt mir irgendwie was. Y. Oh, du wirst mich hier an den Ball hin. Also standen jetzt auf jeden Fall welche vorne. Das gefällt mir. Vielleicht hat das was mit einem langen Pass zu tun. Das wäre gut. Das ist ja schon mal eine Planänderung. Von der lange Pass scheint halt sinnhaft, weil einfach kein Abseits existiert. Vielleicht ist das ein Lichtblick. Ich weiß es noch nicht. Schade, ich habe gedacht, das wird eine schnelle Nummer hier. Mit den letzten blöden 4 Matches, aber dass ich einfach so eine schlechte Mannschaft spielen muss, da habe ich echt nicht mit gerechnet.
Gut, gehalten, schön. Oh nein, weg damit. Okay, gut. Ich habe mal wieder den Ball zum Torwart gebracht, weil es nicht so, aber hey, das war, hat bestimmt nur 1% Chance gehabt, dass er reingeht oder sowas. Das ist schon viel für mich. Das ist der Lichtblick, den Lichtschimmer, den ich brauche. Sieht ja auch gut aus. Vor allem, weil es gleich Ende ist, ne? Ja. Okay, dann ist natürlich noch Golden Goal Zeit. Das ist natürlich auch nochmal scary. Wäre natürlich cool, wenn ich genau in der Zeit ein Tor mache. Irgendwo. Ich schieße halt permanent die Leute vor mir ab. Naja. 0-0 mal wieder. Golden Goal haben wir schon mal erreicht. Wenn ich jetzt noch durch das Golden Goal komme, unbeschadet. Ich mache ein Safe-Sit nur, falls es abstürzt. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Gut. Und wie gesagt, beim Elfmeter werde ich einen machen, um das zu üben danach. Ach, doch nicht dahin, Mensch. Scary. Ach, Mann. Könnte der entscheidende Augenblick sein. Ein so ein Tor um Golden Goal. Das wäre tasty. Das wäre richtig tasty. Okay, zweite Halbzeit vom Golden Goal. Welche Richtung muss ich jetzt? Nach da. Doch nicht! Oh Gott, ich dachte, ich muss in die andere Richtung. Okay. Vor allem, weil der Passfall in die Richtung. Oh Gott. Richtung ging. Nein, du schießt nicht. Ah, weg. Nein. Okay. Das ist gerade echt scary. Okay, komm. So ein paar Sekunden. Ich aushalten muss. Okay. Wir sind tatsächlich wieder mal am Elfmeter. Ich speichere jetzt einmal, ich lade es noch nicht. Wenn ich jetzt beim ersten Mal schaffe, dann zählt das. Wenn ich beim zweiten Mal schaffe, dann nicht. Das ist halt mein Schuss. Aber er geht halt Gott sei Dank rein. Das ist halt das Gute. Schnell, das ist mein stärkster Schuss. Komm. Er hat einen daneben geschossen. Voller Schuss.
warum ich drücke nach rechts und der irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie ich die Richtung einschätzen kann. Anscheinend, ich weiß, oh Gott, nein, ja, scheiße. Das habe ich versemmelt, weil ich Sachen ausprobiere. Das sollte ich nachher erst machen. Sieht ganz schlecht aus. Der muss jetzt daneben oder ich muss halten. Fuck. Ja, verloren. Aber 11 Meter ist man, ist das, wie ich es versuchen soll. Okay. Ich will einmal einen halten. Ich weiß halt nicht, wie ich halte. Also ich glaube, den habe ich gehalten. Ich kann ja eigentlich immer das Gleiche machen. Die Chance ist ja immer gleich. Okay, was kann ich hier machen? Hier speichere ich gerade nochmal. Ich drücke jetzt nach rechts und wir machen B. B-Schuss. Das ist der gleiche. Jetzt mache ich mit A. Das gleiche. Jetzt mache ich mit X und drücke nach rechts. Jetzt drücke ich nach links und mache mit A. Was war das? Okay, rechts ist irgendwie, kann ich weiterschießen. Links kommt der nicht mal ins Tor an. Ist halt nice. Ja, er kann sich halt hinschmeißen. Ich mache halt immer den gleichen Schuss. Der geht halt relativ oft rein. Ich bin gut wie Torwart. Was macht der Torwart da? Das, wenn ich nach oben drücke. Also ich will schon nach rechts drücken. Dann geht er halt so ein Ball ein bisschen, so ein ganz klein bisschen nach rechts und rollt halt neben den Torwart. Ich muss das einfach machen und hoffen. Die Chance, dass er reingeht, ist halt gut. Das ist den besten Schuss, den ich machen kann. Ja, nochmal neu. Aber erstmal ins Elfmeterschießen zu kommen, ist halt schwer genug. Aber ich muss sagen, der lange Pass, damit kann ich besser spielen. Da sind generell viele Leute vorne von mir. Das ist schon mal ein Vorteil. Komm! Elfmeter. Mein einziges Tor, was ich bisher bei denen gemacht habe, waren. Elfmeter, sage ich schon. Ecke. Mein einziges Tor, was ich bei denen gemacht habe, war mit Ecke. Ja, so viel dazu. Deswegen ist Ecke auch immer auch noch eine gute Sache. Irgendwann gewinne ich ein Spiel mal. Eins von den 1000 Spielen, die ich mache, werde ich davon mal eins gewinnen können. Irgendwann. In ein paar Jahren. Ich kann nur hoffen, dass die Mannschaften danach einfacher werden. Was ich nicht so, wahrscheinlich, aber nicht so stark. Ich bin halt einfach schwach, vergleichsweise. Neustart.
Gott, das ist das Schlimmste, was ich je gemacht habe in dieser Legacy, oder? Es war gut. Ist schlimmer als 99 Leben grinden für Auto Lunch oder sowas. Was auch schon schlimm war. SimCity war das nächstschlimmste. Da wo ich quasi einfach nur warten musste. Aber es ging. Den Warteteil habe ich jetzt schon hinter mir und jetzt muss ich jetzt so eine Kacke machen. Mit Glitch-Mannschaften spielen, weil ich keine andere Option habe. Hey. Wäre mir was recht gewesen, wenn das so eine Glitch-Mannschaft gewesen wäre, wo alle Stats 99 sind oder sowas. Da hätte ich mich mit anfreunden können. Aber ist ja irgendwie nicht der Fall. Oh Gott, das war schlimm. Ach komm. Mist. Oh, Neustart. Ich will das Spiel halt nicht nach 9 Stunden aufgeben, das ist verständlich, oder? Oh, Neustart. Eine andere Option wäre, tatsächlich ein Safe-State zu benutzen beim Elfmeterschießen. Ich habe schon bestimmt 100 Spiele keine Safe States mehr benutzt. Das wäre halt schade. Aber wird irgendwann ein Gedanke wert. Ich probiere es wahrscheinlich noch ein bisschen. Allerdings, bevor ich das aufgebe, werde ich das wahrscheinlich eher sogar machen. Und wenn es blöd kommt, muss ich halt 3 Safe States benutzen für jedes Elfmeterschießen 1. Ich habe das ein andere schlimme Spiel, was ich ja bisher gemacht habe, das habe ich abgebrochen. Cliffhanger. Cliffhanger ist auch ein Spiel, da werde ich Safe States benutzen. Aber ich habe es einfach abgebrochen bisher. Weil ich dann natürlich so wenig wie möglich Safe States benutzen will. Und ich bin der Meinung, dass ich das mit maximal 2 schaffe. Müsste ich aber trotzdem sehr viel üben für. Eins der krassesten Spiele, die ich bisher gemacht habe, war auf jeden Fall Robocop. Dass ich das ohne Safe States gemacht habe. Ich ziehe es auf jeden Fall schon in Erwähnung. Safe State zu benutzen. Ich hoffe auf den einen lucky Augenblick, wo ich ein Tor schieße. Oder sowas. Ich hatte ja eins. Nach dem Elfmeter. Nach dem Elfmeter, sag ich immer. Nach einer Ecke. Das heißt, es ist nicht unmöglich, ein Tor zu schießen. Ich hatte auch ein paar Optionen, die Chancen, die schon recht vielversprechend aussahen. Obwohl es hat nur nicht geklickt. Und das Elfmeterschießen ist halt auch so eine Sache. Ist wahrscheinlich sogar das Wahrscheinlichste. Aber ich muss halt vorher einfach mal 6 Minuten lang spielen ohne Gegentor, damit ich da überhaupt hinkomme.
Oh Gott. Oh, Neustart. So, ich denke, Miele müsste auch gleich nach Hause kommen. Dann mache ich erstmal eine Pause. Dann mache ich mir nochmal Gedanken darüber. Das streame ich vielleicht später nochmal. Ob ich dann Safe-Sets benutze oder was. Vielleicht fehlt jetzt auch einfach das Tor, was ich brauche. Nein, nicht das. Das ist von den Gegnern. Ach, Mann. Für Dicks. Komm! Ah! Der Ball verhungert halt schon. Nehmen wir den Safe State. Was soll's? Elfmeterschießen. Habe ich da nicht sogar. Moment kurz.
bisschen klein, aber ja. Reicht. Kann man, glaube ich, lesen. So, ich glaube, das eine habe ich schon gehalten. Das ist schon mal ganz gut. Yes. Schade. Bisher führe ich noch mal ein Tor. Ü schießt das Tor. Komm, Ü. Ach, er wirft sich halt irgendwo auf den Boden und das trifft er trotzdem nicht. Das ist komisch. Egal, jetzt habe ich den Safe State. Jetzt kann ich quasi die ganze Zeit permanent Elfmeterschießen machen. Ich kann noch nichts beeinflussen. Ich schieße halt immer den gleichen Schuss, weil ich habe, glaube ich, keinen anderen Schuss, der tatsächlich ins Tor geht. Ich meine, immerhin habe ich einen. Das wäre natürlich geil. Ich kann halt beim Halten beeinflussen, aber es ist halt auch random. Unwahrscheinlich, dass ich was halte. Okay. Was steht? 4-4, ne? Go, Ü. Ü macht das. Nein, er wird nicht. Er wirft dich nach links und ich schieße nach rechts, aber... Gut, nochmal. Dafür ist er da. Yay. Das ist dieser Luschenschuss einfach reingeht. Das ist... Gott sei Dank, ey. Aber er wirft sich ja immer beim gleichen Mal hin, oder? Kann ich da vielleicht einfach anders schießen? Wenn ich weiß, wann er sich hinwirft? Wie hat er den gehalten? Unhaltbar war der. Okay. Das war's wieder, ne? Irgendwann gewinne ich das Elfmeterschießen. Mist, jetzt habe ich den ersten nicht mehr gehalten. Der ist halt nicht gleich oder so. Ich meine, ich kann jedes Mal das Gleiche machen, es ist halt irgendwie... Ich habe keine anderen Optionen. Ich muss halt hoffen, dass es einfach nicht... Ah! Dass der tatsächlich reinging. Glück gehabt. Aber es ist einfach unmöglich, einen Ball zu halten tatsächlich. Die Wahrscheinlichkeit steht auf der Seite von Brasilien, das ist klar. Aber was soll ich machen? Okay. Hallo. Na gut, dann höre ich hier erstmal auf. Hab auch Hunger. Macht's gut, bis später. Ich probiere dann nochmal weiter, wie es so läuft. Und irgendwann gewinne ich dieses blöde Elfmeterschießen noch.
Ah, naja, bis denn. Ciao, ciao. Okay. Oder ist es unentschieden? Ich weiß nicht, wie steht. Ich glaube Gleichstand. Okay, bis das nächste Tor zählt. Dass es nirgendwo angezeigt wird. Okay, komm. Wenn ich ihn jetzt halte. Halt ihn, halt ihn, halt ihn. Ah, oh, es ist so eine 50-50-Chance gerade. Gut, gut, gut. Das ist schlimm. Das ist einfach schlimm. Ah, war es das? War es das? Auch First Try. Elfmeterschießen, Gott. Die Mannschaft ohne Namen. Fortsetzen. Und das war's dann, ne? Ich bin... Ich meine, man sieht keinen Namen, aber es ist meine Glitch-Mannschaft, die da gewonnen hat. Komm, jetzt will ich das große Ending-Screen. Ich... Das Spiel ist abgestürzt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist da jetzt so ein Bild, wo die Mannschaft steht. Aber meine Mannschaft existiert ja nicht. Ich habe auf jeden Fall gewonnen, das ist eindeutig. Nur das Spiel stürzt danach ab, weil man die Glitch-Mannschaft irgendwie... Ah.